Die Restentmilbung im Winter mit Oxalsäure ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten und besten Behandlungsarten gegen die Varroamilbe. Das ist ein bisschen wie rein Tisch schaffen mit dem Pflug im Ackerbau. Es gibt verschiedenste Varianten. Ich möchte euch zeigen, wie ich die aus meiner Sicht wirtschaftlichste, effizienteste beste für die Bienen Behandlung mache. Ja, auch nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beste Behandlungsart. Ich zeige euch erstmal, was ich dafür alles brauche. Ich brauche einen Eimer mit ein paar feuchten Tüchern. Ich brauche den aus meiner Sicht besten Oxalsäureverdampfer, das ist der ProVap 220 mit Temperaturanzeige und Einstellungsmöglichkeit, die dazugehörigen Becher. Dann Oxalsäure-Tabletten, kann auch Pulver sein. Und Arbeitsschutz, Handschuhe und eine hochwertige Maske. Ich verwende bei der Maske einen Partikelfilter und einen Filter gegen organische Säuren parallel. Verlängerungskabel, Stromgenerator und meine standardisierten Bodenschieber. So sehen die aus. Hier haben sie ein Loch, wo dann der Verdampfer reingeschoben wird. Aber dazu später mehr. So, das Setting steht. Der Verdampfer ist vorgeheizt. Schlecht sehen, 243 Grad. Die Hütchen sind vordosiert, jeweils 2 Gramm pro Volk. Bisherige Empfehlung war eher 1 Gramm pro Volk. Neuere Studien aus Amerika zeigen aber, dass man mit höheren Dosi, also in dem Fall 2 Gramm pro Zarge, deutlich bessere Behandlungsergebnisse erzielt und dass eine Oxalsäure-Dosis, die den Bienen schadet, erst viel höher beginnt. So, vorne die Fluglochkeile, die werden überhaupt nicht bewegt bei mir. Da kommt einfach ein feuchtes Tuch rein. Das kann man gut modellieren. Am besten sind diese alten Frotteehandtücher. Dann ist das ausreichend abgedichtet. Hinten kommt der Bodenschieber rein. Die dichten auch sehr gut ab. Das Loch sollte frei gemacht werden. Leichte Oxalsäure-Dampfentwicklung. Das ist aber noch völlig okay. Sobald die Temperatur wieder steigt, kann der Verdampfer rausgezogen werden und die Behandlung an dem Volk ist beendet. Jetzt fällt die Temperatur. Die verdampfende Oxalsäure kühlt den Verdampfungsbehälter runter. Ja, fällt immer noch 200 Grad, 199.
Jetzt stabilisiert sich die Temperatur wieder. Das heißt für mich, die Verdampfung ist beendet. Diese Tage ist am Deckel ein bisschen undicht. Da sieht man sehr schön, wie die Oxalsäure da rausdampft. Aber es zeigt mir auch, dass sich die Oxalsäure überall in der Beute verteilt. So, die ersten 10 sind behandelt. Dann kann ich schon wieder vorne anfangen, die Tücher einzusammeln. Man sieht, wie wenig das Volk aufgestört hat. Also es kommt vorne keine Biene raus, die irgendwie aufgeregt wäre oder so. Das ist für mich einfach ein Zeichen, dass diese Behandlung sehr wenig invasiv ist. Nicht zu vergleichen mit einer Träufelbehandlung, bei der man unter Umständen 2 Bruträume bei den Temperaturen auseinanderreißt, um die Oxalsäure in flüssiger Form einzubringen. Hier habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ich habe den Bodenschieber zuerst reingesteckt und das Volk ist dadurch etwas in Gange gekommen und jetzt stehen die vorne, die Bienen. Und ich muss kurz abwarten, dass sie wieder reingehen, bevor ich das Tuch davor machen kann. Es ist jetzt ungefähr genau eine Stunde später. Alle Materialien sind wieder abgebaut, die Behandlungen sind beendet. Das sind an dem Stand 23 Völker, also 23 Völker pro Stunde. Wenn ich jetzt näher rangehe an die Völker, hört man ein Brummen. Ja, kaum Flugbetrieb. Das heißt, die Völker machen jetzt genau das, was ich möchte. Sie putzen sich, sie reinigen sich. Sie putzen die Oxalsäurekristalle ab. Sie sind nicht extrem aufgeregt, sonst wäre Betrieb an den Fluglöchern. Ich denke, das ist soweit perfekt gelaufen hier. So, jetzt will ich noch mal zeigen, wie viel Dampf die Maschine eigentlich macht. Die Schieber sehen dann danach so aus, also man sieht so ein bisschen Gemüll. Da sind jetzt noch keine Varroamilben zu sehen, das wäre jetzt wahrscheinlich zu schnell oder es sind zu wenig nur noch drin. Aber was man sieht, da sieht man wahrscheinlich auch im Video nicht, dass sich hier unten so ein ganz feiner Film Oxalsäure abgesetzt hat.